Wobei wir jetzt dann eh gleich das Konzeptwort teilen, da ist es dann egal. Gut. Also ihr Lieben im Raum, schaut euch die Menschen virtuell gut an, weil wenn wir jetzt dann teilen, sind die ganz klein. Da jetzt noch ein würdiger Blick der Welten, genau, wunderbar. Ich gebe zu, dass mich das ziemlich stresst. Ich hatte gerade vorhin eine Session im Freien an der Sonne und dann treffe ich denjenigen beim Essen zum Anstehen und das war irgendwie wunderbar, aber doch sehr die Welten, die sich verbinden. Aber gut, wir kriegen das hin. Es ist 13 Uhr bei meiner Uhr. Wir starten. Dann sage ich ein herzliches Willkommen in der DATEV Lernt-Welt. Auf individueller und organisationaler Weise wollen wir euch erzählen, wie wir Lernen in der Organisation gestalten. Ich begrüße euch im Raum, ich begrüße euch alle in den virtuellen Bildschirmen. Ich begrüße meine Kolleginnen und ich verrate ein Geheimnis. Das ist keine wahnsinnig dialogorientierte Session, weil wir ähnlich wie gestern Nachmittag diese Session aufbauen wie einen kleinen Lightning Talk. Wir werden euch aus 6 verschiedenen Perspektiven in circa 5 Minuten unsere Geschichte der DATEV Lernreise erzählen. Wir haben das schon mal in einer Kneipe in Köln vor einigen Wochen gemacht. Das ist hochspannend, erstens für uns, was in den Wochen passiert ist und was wir uns heute gegenseitig erzählen, aber auch wie der Unterschied einer Reaktion einer Nürnberger krassen Herde der LernOS-Community gegenüber einer Kneipe in Köln Reaktion ist. Und wir stellen uns in den jeweiligen Lightning Talks dann auch selber vor. Und neben den 5 DATEV-Kollegen habe ich das große Glück, dass Simon Dückert mit dabei ist, der einen nicht unmaßgeblichen Teil an dieser Lernreise an verschiedenen Stellen in Anspruch nehmen kann. Ihr werdet hören, welche. Ich bin Christian, ich gestalte bei der DATEV Plattform und organisationalen Lernens. Manche im Raum kennen mich schon länger. Ich bin seit über 25 Jahren in der Organisation, war lange im Personalbereich. Und was wir jetzt erzählen, ist ein bisschen willkürlicher Schnitt eine Organisationsentwicklung, die in Wirklichkeit seit 1966 geht. Ich habe gestern gelernt, Organisationen lernen immer. Das heißt, wir sind schon seit 1966 eine lernende Organisation und wir behaupten auch nicht, dass das 2017 begonnen hat. Aber wir erzählen euch jetzt eine Lernreise mit dem Fokus 2017. Und im Unterschied zur Kölner Situation setze ich jetzt bei euch ein bisschen voraus, dass ihr meiner Chefin Julia Bangert gestern Aufmerksamkeit in einer halben Stunde geschenkt hat, die euch schon so ein bisschen den großen Rahmen gebaut hat, der auch maßgeblich für diese Geschichte steht. Der Beginn einer DATEV-Lernreise. Und ich weiß nicht, wer vorher im Raum war, der mir erzählt hat, dass er Andi Fischer und Lati kennt. Ein Kollege da vorne hat mir gesagt, ich soll mich an einen schönen Gruß ausrichten. Und viel von dem, was ich jetzt erzähle, hängt mit den Entwicklungen unserer Softwareentwickler und deren Form von Wissensweitergabe zusammen. Plötzlich tauchten agile Strukturen auf, es tauchten andere Lernformate auf und ich habe damals im Außendienst gemerkt, es gibt Kollegen, die machen Barcamps. Und die deutsche Pädagogenübersetzung mit Unkonferenz fand ich jetzt schon nicht abschreckend genug, es mir nicht anzuschauen. Und irgendwann im Jahr 2017 haben die graswurzelmäßig an einem Samstag Kollegen eingeladen, freiwillig, kommt zu einem Barcamp. Und da war der Andi Fischer und der Lati prägende Menschen. Und ich bin dorthin gegangen, schon mit diesem Gefühl, vielleicht könnten wir das auch mit Kunden machen. Und das hat mich so gefasst, wie 200 Menschen gegenseitig Wissen austauschen. Ihr kennt es ja schon länger, ihr macht sowas ja in diesen Strukturen hier schon länger. Für uns war das neu, für mich persönlich auch vom Erleben neu. Und wir haben im Jahr 2017 das mit Kunden gemacht. Also wir waren so mutig, Kundinnen und Partnerinnen einzuladen in ein Barcamp. Und das hat aus meiner Sicht so viel Energie gegeben, in der Vielfalt zu diskutieren, dass das eine Geschichte ist, von der wir heute erzählen, Plattform und Organisation lernen. Dann hat die Organisation beschlossen, wir müssen Softwareentwicklung ein bisschen anders denken, wie wir das seit 4, 5 Jahrzehnten machen, wie wir das 2018 machen würden. Und hat ein Schutzraumprojekt, Mark Poppenburg würde Schutzraumprojekt sagen, wir haben nicht außerhalb der DATEV, sondern in der DATEV eine grüne Wiese gebaut, und haben Teams gecastet, dass die agil Software entwickeln. Selber, ohne Chefs, selbst organisiert, nach Scrum, alle 3 Monate neuen Auftrag, Aufträge aus der Organisation. Das war für viele meiner Kollegen aus der Softwareentwicklung unvorstellbar. So kann man nicht Software entwickeln, gerade nicht, wenn man für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, für die, die ich jetzt noch versäumt habe, zu sagen, womit wir unser Geld verdienen, wir sind eine Genossenschaft, aber das habt ihr gestern nicht gehört. Das kann man nicht in 3 Monaten sich einarbeiten. Und
Caroline und ich waren die begleitet als Kommunikationsgestalter, weil wir Sorge hatten, und Frau Müller-Wanger das Gefühl, wenn wir das kommunikativ nicht begleiten, dann wird dieses Schutzraumexperiment entweder nicht wirksam sein oder nicht lang existieren, weil die Organisation gegen sich solche komische Ideen vielleicht wehren könnte. Und da entstand eine Einheit Change and Transition und da aber auch eine Community of Practice Change and Transition. Und dann ist es ja größer geworden, wie ihr gestern gemerkt habt, die Organisation hat sich nicht nur im Schutzraum verändert, sondern ganz. Und wir brauchten ein Format, wo wir Trainer und Berater an dieser Reise beteiligen, so ähnlich wie wir das heute mit euch tun. Und dann dachten wir wieder an ein Barcamp. Und Simone Wanken war die, die beschlossen hat, nicht noch ein Barcamp, Christian, wir müssen da einen Unterschied machen. Wir nennen das Co-Creation Camp. Und das ist genau der richtige Platz, um jetzt weiterzureichen an Simone Wanken, die von Anfang an in dieser Lernreise intensive Partnerin, Begleiterin war und wir auch immer ein bisschen gestritten haben über die Art und Weise, wie man was richtig macht. Bei Co-Creation Camp hat sie mich schnell überzeugt. Super. Danke dir, Christian. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und sehen. Mein Name ist Simone Wanken. Ich bin aus dem HR-Bereich bei uns bei der DATEV. Mein Verantwortungsbereich ist hauptsächlich das Learning. Und es hat sich auch im letzten Jahr ein bisschen ausgeweitet Richtung Personalmarketing. Das ist unserer Strategie geschuldet, dass wir Lernen und Recruiting Talent Management so ein bisschen versuchen wollen zu verknüpfen. Zwei Bereiche, die jetzt gerade bei uns zusammenwachsen, wo wir erhebliches Potenzial sehen, auch in der Gestaltung von Skills, Kompetenzen und auch von Lernkonzepten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gerade dieses Arbeiten und Lernen verbinden. Wollen, was Julia gestern sagte. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als der Christian zu mir gesagt hat, wir müssen einen Beratertag machen. Habe ich gedacht, na super, Christian, Beratertag in der Steuerberaterbude und du kommst zu HR, da ist doch irgendwas falsch. Dann hat sich irgendwann nach einer halben Stunde rausgestellt, er meinte auch nicht Beratertag mit Steuerberatern oder Beraterinnen, sondern eigentlich mit unserem kompletten beratenden Umfeld. Und so sind wir zu dem Co-Creation gekommen und da seht ihr, glaube ich, jetzt auch gerade die Bilder sozusagen, das sind die Ergebnisse der Sessions von unseren Co-Creation Camps von den letzten 3 Jahren. Und wir haben da zum ersten Mal einen Touchpoint geschaffen aus Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kundinnen, auch den Steuerberatern und den Kunden unserer Steuerberater und all denjenigen, die uns im Unternehmen beraten, Richtung Organisationsentwicklung, Richtung Lernen, Richtung IT-Management etc. Und die haben wir alle eingeladen und da haben wir 2019 zum ersten Mal dieses Co-Creation Camp gemacht. Und die haben uns natürlich auch alle für ein bisschen irre gehalten, wie wir es schaffen wollen, diese Menschen alle zu versammeln und ob die denn überhaupt ein gemeinsames Interesse haben und kommen und was voneinander lernen. Ich glaube, die Tatsache, dass wir es jetzt zum 4. Mal machen und auch die Vielfalt dieser Bilder und Themen, da könnt ihr ganz gut erkennen, dass das wirklich synergetisch war. Und ich kann mich selbst an eine Session erinnern, wo dann Mitarbeiter und Aufsichtsräte und Kunden zusammensaßen und gesagt haben, ja, was wollen wir denn an der Software verändern und wie können wir es denn besser machen? Und dann unsere beratenden Unternehmen gesagt haben, Entschuldigung, wir sind auch Kunden von euch Steuerberatern und ihr müsst auch was ändern. Und dann nahm plötzlich diese Session eine völlig überraschende Wendung. Da habe ich extrem viel gelernt an diesem Tag, fand ich total mega. Das Zweite, was ich gerne rausgreifen würde, ist von 2020 das Bild. Da gibt es so ein Teil, neue Zeiten brauchen auch neue Kompetenzen. Also das war das, was Christian gerade schon erwähnt hat, indem wir das XSC damals als freifliegende kleine Software-Einrichtung in diesen großen Software-Tanker ausgegründet haben, beziehungsweise so ein bisschen diesen Schutzraum auch geschaffen haben, ist da extrem viel entstanden, auch in Richtung Lernen, nämlich hauptsächlich in Community-Based Learning, haben da versucht, auch die Akteurinnen und Akteure der Communities gezielter einzusetzen und haben ja dann eine wesentliche Lichtgestalt unserer Software-Craft-Community, nämlich den Lati, der gerade auch schon genannt wurde, da zum ersten Mal einen Corporate Learning Coach eingesetzt. Das haben auch alle gedacht, wofür braucht man so eine Rolle? Das ist doch völlige Verschwendung, lasst uns lieber einen Entwickler einstellen. Und heute wissen, glaube ich, alle in diesem Unternehmen, dass das eine sehr fruchtbare Idee war und auch sehr fruchtbar in der Praxis ist. Da geht es nämlich dann tatsächlich darum, irgendwie Lernen und Arbeiten noch eher länger zu verknüpfen und nicht nur auf formelle Lernprozesse zu setzen. Und haben dann aber auch jetzt gleichzeitig angefangen zu sagen, wir wollen diese Rolle ausbauen, professionalisieren, bilden gerade Lerncoaches aus, aber auch fachliche Lernbegleiterinnen und Begleiter,
so, dass überall im Unternehmen so kleine Lerninseln auch entstehen, die sich dann netzwerkartig miteinander verknüpfen können. Ansonsten gefällt mir an dem Bild auch nochmal ganz gut das, was Julia gestern sagte. Also wie kommen wir denn von Unlearn zu Dativ Learned, also von tradierten Verhaltensweisen. Ich gehe in ein Schulungszentrum, da habe ich so einen Emergency Room Effekt und dann gehe ich davon aus, da kommt ein reparierter Mitarbeiter wieder raus. Wie können wir auch die Verhaltensweisen, wie wir gemeinsam arbeiten, verändern, zu einer Bewegung eigentlich, die wir geschaffen haben mit diesem Hashtag Dativ Learned, der aus einer dieser Unstimmigkeiten von Christian und mir entstanden ist, glaube ich. Eine der fruchtbarsten Ergebnisse, die wir auch immer wieder schmunzelt angucken können. Und wahrscheinlich kennen viele von euch oder können uns auf Twitter verfolgen unter Dativ Learned, was da gerade jetzt für eine Dynamik entstanden ist von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sobald sie was Besonderes in einem Lernkontext, in einem Entwicklungskontext machen, haben wir da wirklich Dativ Learned als ja, nicht nur als Codewort für uns alle, sondern wirklich als Bewegung, wo bestimmte Werte und Haltungen dahinter stecken und wo wir uns alle mit identifizieren. Und haben uns natürlich auch gedacht, wo fängt denn Dativ Learned überhaupt an, wenn man in die Dativ kommt, und haben dann im Zuge auch das Onboarding der Dativ verändert, also von so einer Druckbetankung, 3 Tage Datenschutz, IT-Sicherheit und alle Bereiche stellen sich vor, wo wir gemerkt haben, da machen wir irgendwie schon die Schubladen im Kopf an diesem Tag, sind wir eigentlich zu einem eher synchron, asynchronen Mixkonzept gekommen, wo wir sagen, es geht um Dativ Erleben und es geht hauptsächlich auch darum, um Netzwerke zu knüpfen und das von Beginn an. Und haben dann auch natürlich den kleinen Woll-LernOS-Streit mitgemacht und sind jetzt da aber auch bei Onboarding-Circles gelandet. Das heißt, neue Mitarbeitende gehen 8 Wochen in kleinere Onboarding-Circles, kleinere Kleingruppen, wo sie gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeitern, aber auch mit allen anderen neuen Mitarbeitern sich das Unternehmen nochmal neu erschließen, Netzwerke bilden und auch irgendwie das mal aufzeigen können, wo Dativ sich doch besonders grün angemalt hat, was man aus der Außenwelt gar nicht versteht. Das finden wir sehr gewinnbringend und setzt auch von Anfang an Selbstlernen und selbstorganisiertes Lernen in den Fokus der neuen Kolleginnen und Kollegen, weil das ja das ist, wo wir sagen, okay, da müssen wir einen Shift hinkriegen, mehr zu weg zu formellen Settings, mehr zu informellen Settings und mehr zu selbstgesteuerten und Community-Based Learnings und starten direkt im Onboarding der neuen Mitarbeitenden damit. Und wer der Julia gestern zugehört hat, die hat auf die letzte Frage so ein bisschen, sage ich mal, schwammig oder vage geantwortet, wo geht denn die Reise hin im Lernzirkus der Dativ? Ich würde vielleicht wagen zu sagen, was es auf jeden Fall sein wird, ist ein Partnering und ein weiterer Ausbau des Lernökosystems, in dem wir uns bewegen werden. Da würde ich, glaube ich, sehe den Christian schon nicken. Ich glaube, da sind wir uns dann einig, müssen wir uns nicht streiten. Aber das ist mit Sicherheit die Richtung, die wir versprechen können, die wir gehen werden. Und das ist natürlich jetzt auch mein Stichwort abzugeben an den Simon Dückert, weil er für uns einer der wesentlichsten Partner in diesem Lernökosystem ist. Genau, ich nehme das Mikrofon, kriege auch ein Close-up, genau. Ja, wie ist mein Blinkwinkel auf die ganze Geschichte? Bei mir ging das 2019 los, da war ich nämlich mit dem Vorgänger von der Simone, dem Knut, der hat gesagt, Dativ würde gerne LernOS-Supporter werden. Da gab es ganz viel von dem Material, was es heute gibt, noch gar nicht. Und über den Zug habe ich dann den Christian kennengelernt, ich glaube auf dem Corporate Learning Camp, Corporate Learning Camp Koblenz, da haben wir uns über LernOS unterhalten, auch über Events. Ne, war dann einige Male bei euch auf dem DigiCamp erstmal als Gast dabei und dann in Pandemie in ein Projekt involviert, wo es darum ging, das DigiCamp, was hattet ihr, 3 Tage auf 500 Personen war das, glaube ich, im Fußballstadion in Fürth, sozusagen pandemiebedingt auf online zu heben. Das eine ist ausgefallen, das zweite hat dann stattgefunden. Damals noch mit Blue-Jeans-Technologie, mittlerweile jetzt im Juli dann das erste Mal auf Teams basierend. Und darüber habe ich dann auch den Benedikt kennengelernt und die Simone näher kennengelernt und wir haben so eine Reihe Veranstaltungsreihen ins Leben gerufen, Future Work X, da sagt, glaube Benedikt dann auch noch was dazu, was quasi so eine interdisziplinäre Gruppe von Leuten ist, die ganz verschiedene Aspekte des Arbeitens und Lernens in der Dativ sozusagen bestreiten. Und da will ich so ein bisschen drauf rausgehen, vielleicht wenn du auf die Unendlichschleife und den Canvas mal so. Also beziehungsweise, warte mal, ich kann das so machen, das ist vielleicht einfacher. Die hier.
Genau, also da habe ich auf das Concept Board mal die Grafik, die findet ihr auch in dem LernOS für Organisationen Guide. Na, das so ein bisschen, da werden verschiedene Ideen und Ansätze zusammengebaut. Zum einen mal von John Cotta, so die Idee, wenn ich was verändern will, brauche ich irgendwie Anknüpfungspunkt an die Themen der obersten Leitung. Ne? John Cotta nennt das so die Big Chance. Also wie kann ich aus dem, was die Organisation strategisch umtreibt, so ableiten, warum Wissen und Lernen eigentlich wichtig ist. Weil in der Regel niemand kommt und sagt vom Board, ja, wir müssen jetzt mehr im Bereich Wissen und Lernen machen. Ne? Sondern das ist bei dem Automobilhersteller vielleicht autonomes Fahren, beim Softwareentwickler ist es Cloud. Also das sind eigentlich eher so die großen Themen. Ne? Und die Aufgabenstellung für diesen kleinen grauen Kreis, das ist, was wir halt jetzt als Arbeitstitel Koalition des Lernens genannt haben, ist auf der einen Seite mal zu platzieren, diesen Nordstern lernen der Organisation, also überhaupt darüber zu sprechen, dass es für eine Organisation wichtig ist zu lernen und dem Bedeutung zu geben. Ja, und dann über die Zeit sozusagen, das nennt John Cotta die Army of Volunteers, also so die Erkenntnis, mir reichen nicht mehr die typischen 20 Change Agents, die er in früheren Büchern mal proklamiert hat, sondern ich brauche eine große kritische Masse, die mitmacht und die das gut findet. Da war letztes Jahr auf der LostCon, könnt ihr euch den Impuls anhören von Joel Krapf. Der hat das mal so ein bisschen aufgezeigt, wie man das skalierend aufbauen kann. Und über die Gedanken sind wir eigentlich dann zu dem Daniel Messick gekommen, Open Space Agility, und haben das in LernOS mit eingebaut, ne, und gesagt, die Idee von Daniel Messick ist eigentlich, Agilität in die Organisation zu bringen über Open Space als Methode, ne, und über so ein iteratives mit mehreren Open Space pro Jahr immer wieder Experimente machen, sich sozusagen da voranzutasten. Ne, und das ist hier die Verbindung sozusagen, das in einem Bild zusammenzufassen. Hier links sieht man dann auch noch den Canvas, den ich gestern gezeigt habe, also eine Möglichkeit, sich strukturiert bestimmte Fragen zu stellen, ne, dass ich sage, in welchen Bereichen gibt es eigentlich Handlungsbedarf, ne, und dann da wirklich lebenslang auch als Organisation dran zu bleiben und zu sagen, was ihr vielleicht kennt aus dem Projektmanagement, Engpass konzentrierte Strategie, wenn ich das eine Problem gelöst habe, habe ich vielleicht woanders einen Engpass, ne, und auf der Reise Richtung Exzellenz sollte ich nicht aufhören, wenn ich einen Tick besser bin als der Wettbewerber, sondern sollte halt schauen, dass ich trotzdem weiter lerne. Ja, und das ist so ein bisschen die Rolle, wo wir jetzt im Laufe der letzten eineinhalb, zwei Jahre dieses Future Work X und diese Idee der Koalition aufgebaut haben. Und da würde ich dir den Ball oder den Würfel rüberschmeißen. Ich kriege auch eine Kamera. Ich gehe auf die Moderation, Caro. So, ja, mein Name ist Benedikt. Auch aus Agile Learning, aus der Abteilung von Simone. Ich bin einer von zwei Teamleitern in Agile Learning und ich fange an einer anderen Stelle an, weil ich bin noch, also in DATEV-Jahren bin ich noch völliger Neuling, 1,5 Jahre bei DATEV, ist nichts. Aber was mich auch zu DATEV gebracht hat, war dieser Hashtag DATEV Lern, oder ich habe mitbekommen, die DATEV beschäftigt sich wahnsinnig viel mit dem Thema Lernen. Und über das Format DigiCamp einfach einen neuen Berührungspunkt zu DATEV bekommen und man hat einfach nach außen mitbekommen, was die DATEV bei dem Thema macht. Ich selber, mein erster Anknüpfungspunkt war die Change the DATEV Community, die es innerhalb der DATEV gibt. Die trifft sich einmal in der Woche. Es geht hauptsächlich um darum, ja, was verändert sich, aber gleichzeitig auch, welche Formate gibt es, welche Veranstaltungen, wie läuft dazu die Kommunikation, wird nach außen kommuniziert, was läuft intern. Also man hat einen hohen Anknüpfungspunkt. Und weil Simon gerade die Koalition des Lernens genannt hat, für mich ist es schon auch eine Community, die das, ja, das Thema auch treibt und man darüber auch gute Anknüpfungspunkte hat. Im Mai 2020, wir haben dann so, ja, wir haben uns mit Teams beschäftigt, mit M365-Einführung, ist dann die Idee entstanden, diese Community zu nutzen, aber auch, ja, verschiedene Sparringspartner aus dem Haus, um uns mehr zu dem Thema neue Arbeitswelt, neue Tools, also Bytes, Bricks, Behaviors, auszutauschen und ein Format aufzusetzen. Simon hat es gesagt, Future Works. Das Besondere an dem Format, also wir machen das 6-mal im Jahr, ist ein halber Tag, und es soll ein, ja, wie eine Werkstatt sein. Also das heißt, man bringt ein Thema mit, es muss nicht fertig sein, es geht nicht darum, das mit möglichst viel Tamtam vorzustellen und eine fertige Version vorzustellen, sondern aktuelle Herausforderungen. Wir haben eben angefangen mit Teams, wie kann da jetzt eine Einführung passieren, oder jetzt auch mit SharePoint. Die letzte Diskussion in Future Works war Yammer, weil das jetzt bei uns eingeführt wird. Also auch da diese Diskussion mit Personen aus dem Haus
zu führen und gleichzeitig, und das ist das Besondere, den Simon mit dabei zu haben, der uns immer wieder den Spiegel vorhält, okay, ist es jetzt gerade Dativ-Welt oder wie machen es vielleicht auch andere Unternehmen, wie sind die mit den Hürden umgegangen? Und letztendlich kann jede Person teilnehmen, aber das Wichtige ist, es muss eine aktive Teilnahme sein. Also das heißt, wenn ich was einbringe, dann möchte ich auch an den Themen arbeiten. Und ich glaube, so haben wir ein Format geschaffen, das sich gut da einbettet, so aufs Jahr gesehen, zwischen DigiCamp etc., wo man wirklich gut in Austausch geht und wie gesagt nochmal einen anderen, mit etwas anderem Fokus. Ich würde gerne noch ein zweites Format vorstellen und auch da gibt es eine Historie dazu, wie bei so vielen bei Dativ. Es gab lange Zeit den Trainers Rocket Day und wir haben dann, also es ist eine Veranstaltung gewesen für alle Trainerinnen und Trainer, also Referierende bei Dativ, die für uns Kurse anbieten. Und vor 2 Jahren haben wir das dann in der Pandemie letztendlich ein bisschen umgedreht, haben gesagt, naja, sind es denn nur die Trainerinnen und Trainer? Wahrscheinlich nicht. Es gibt ganz viele Lernmultiplikatorinnen und Lernmultiplikatoren bei Dativ. Simone hat die Lerncoaches angesprochen, die Lernbegleiter, die Scrum Master bei uns im Haus, die Führungskräfte. Also da kann man zig Gruppen nennen, die sich mit dem Thema Lernen auseinandersetzen. Und daraus ist dann die Idee eines Learners Rocket Day entstanden. Und ich habe gesehen, Simone hat im Hintergrund auch das Logo oder den Banner hochgefahren zum Learners Rocket Day. Also das ist das Logo dazu. Und das ist ein Tag, wie gesagt, der für die Lernmultiplikatoren geschaffen wurde. In der Pandemie eher Umstellung auf Online. Beim letzten Mal waren wir dann stärker auch so, wie verändert sich Lernen von formell zu informell? Was braucht es auch in der, braucht es beides? Wir beschäftigen uns einfach viel damit, Fragen rund ums Thema Lernen, aber mit einer sehr offenen Zielgruppe. Und es ist auch ein Dankeschön für die vielen, vielen Lernmultiplikatorinnen und Lernmultiplikatoren, die es bei Dativ gibt. Also wenn man jetzt nochmal auf die Trainergruppe geht, ich glaube, wir hatten 700 im letzten Jahr, die da Kurse angeboten haben innerhalb der Dativ. Bei 8000 Mitarbeitern ist das, glaube ich, eine ganz schöne Zahl. Genau. Das war es von meiner Seite und ich gebe weiter an Caroline. Danke, Benedikt. Meine KollegInnen und Simon haben schon ganz viel über verschiedene Austauschformate gesprochen. Bei uns heißt es Plattformen organisationalen Lernens. Und da gibt es wahnsinnig viele. Die meisten davon sind dezentral organisiert, sind irgendwann aus einem Schmerz heraus entstanden. Und so ist beispielsweise auch unser Dativ DigiCamp entstanden. Muss ich in? In die 6. In die 6. I'm sorry. Okay, jetzt habe ich die richtige Zahl gefunden. In der Begleitung unseres organisationalen Experiments Cross Solution Center ist uns aufgefallen, das ist alles schön und gut, wenn wir einen neuen Bereich haben, der andere Voraussetzungen hat und der auf der grünen Wiese selbst organisiert Dinge ausprobieren kann. Das bringt uns aber als Gesamtorganisation überhaupt nichts, wenn wir keine Plattformen schaffen, wo Menschen mitlernen können und wo Menschen, die Erfahrungen im Haus machen, diese auch teilen können. Da haben wir uns damals hieß es noch Pathfinder Festival, mittlerweile heißt es WorkX Festival, abgeguckt, wie auf Konferenzen verschiedene Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden und so weiter so miteinander verknüpft werden, dass, wie wir auch heute auf der LOSCON, ich mir meinen individuellen Tag so zusammenstellen kann, wie ich ihn gerade brauche. Und deshalb laden wir mit dem DigiCamp 3-mal im Jahr ein, sowohl intern als auch extern kommt, nutzt diese Veranstaltung. Wir bieten die Plattform. Ihr füllt diese Plattform mit euren Themen, so wie es für euch gerade gewinnbringend ist. Und das Ganze orientiert an unserer Unternehmensstrategie. Und was wir immer hören, ist ja schön und gut. Und an diesem Tag, ich habe so viele gute Gespräche und Diskussionen und denke mir, ja, tschakka, so ist es. Aber dann komme ich zurück in meinen Bereich, in mein Team und dann kann ich das gar nicht richtig vermitteln. Und Simon hat gerade schon den wunderbaren Daniel Messiek angesprochen. Wir haben sein Framework kennengelernt, Open Space Agility, haben es ein bisschen für uns angepasst, Open Space Dativ, und machen das seit 2 Jahren, anderthalb, 2 Jahren, indem wir Barcamps verknüpfen mit einer mehrmonatigen Experimentier- und Lernphase, die angeschlossen ist.
Das heißt, wir laden alle Menschen in unserer Organisation dazu ein, bringt eure Probleme, bringt eure Ideen auf dieses Barcamp, diskutiert über die Bereiche hinweg und über Hierarchieebenen hinweg an euren Themen. Überlegt am nächsten Tag, ist es etwas, was ich mir vorstellen könnte, in einem 3-monatigen Experiment anzugehen. Und dann beginnt eben diese Phase der Menschen finden sich, Menschen arbeiten crossfunktional zusammen, die sonst nicht unbedingt miteinander gesprochen hätten. Nach 3-4 Monaten gucken wir uns an, war es das? Hat uns das weitergebracht als Gesamtunternehmen? Hat uns das weitergebracht an einzelnen Schmerzpunkten, die wir haben? Wenn nicht, hören wir es einfach wieder auf. Wenn ja, wie kommen wir in unsere Entscheidungsgremien und wie schaffen wir das dann in der Organisation so zu verankern, dass es auch nicht eine Bypass-Organisation wird, sondern dass es Teil von unseren normalen Prozessen ist. Und auch da haben wir einiges an Erfahrungen gesammelt, haben auch jetzt gemerkt, dass es von Mal zu Mal besser wird, dass die Menschen verstehen, wie sie diese Plattformen nutzen können, dass auch darüber der Diskurs mit dem Top-Management geführt werden kann. Und da freue ich mich drauf, dass wir da jetzt im Herbst wieder starten, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. So, bin wahrscheinlich durch mit meinen 5 Minuten, Simon. Ich habe nicht getan. Sehr gut. Eva, bist du da? Na klar. Alles klar, dann bin ich an dich. Ja, danke. Das war auch eine gute Überleitung. Da kann ich gut einsteigen. Eva Dahnhof ist mein Name und ich bin ebenfalls aus HR Learning, also aus dem Bereich von der Simone und Kollegin von Benedikt. Das war eine gute Überleitung auch jetzt von Caroline mit den Möglichkeiten, die wir auf organisationaler Ebene zum Lernen haben. Und ich würde jetzt gerne so ein bisschen den Schwenk machen hin auf die individuelle Ebene und wie wir aber auch beides miteinander verknüpfen, weil das ist eigentlich eine total gute Möglichkeit, gerade mit den Plattformen, die wir angesprochen hatten. Da würde ich gerne so ein bisschen hinzoomen auf Teil des Bilds vom letzten Co-Creation Camp, also von 2021 vom letzten Jahr und einem konkreten Beispiel der Führungskräfteformate euch das zeigen. Und zwar Ausgangspunkt ist die Fragestellung, okay, wir haben Lernformate für Führungskräfte der mittleren, höheren Management-Ebene und haben einfach gemerkt, die sind nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also da gab es nicht so wahnsinnig viel Methodenvielfalt, die waren sehr auf Präsenz geplant, wenig Möglichkeiten zur Selbststeuerung oder zur Individualisierung, sowohl von den Lerninhalten als auch von den Methoden und haben einfach gemerkt, das ist nicht so ganz zeitgemäß, auch was die Inhalte angeht und die Passfähigkeit für Dativ-Themen und haben uns dann die Frage gestellt, okay, da braucht es irgendwie einen Prozess zur Überarbeitung von diesem Lernformat für diese Zielgruppe und anstatt sozusagen, dass wir uns das für uns überlegen, haben wir die Chance genutzt von diesen, genau das, was Caroline gerade erzählt hat, von den Plattformen organisationalen Lernens, um die Plattformen eben zu nutzen, damit wir so ein bisschen einen 360-Grad-Blick auf das Thema kriegen. Das heißt ganz konkret, dass wir mit dem Thema Teil waren des Open-Space-Prozesses von vor einem Jahr, also Herbstrunde 2021. Das heißt, es war ein Thema, was wir einfach eh auf der Agenda hatten, was zur Zielstellung aber gut gepasst hat und was für uns eine total gute Möglichkeit war, eben genau Feedback aus Einrichtungen zu bekommen. Das heißt, wir hatten natürlich Feedback von der Zielgruppe, von der Lernzielgruppe, also den Führungskräften selbst. Es waren aber eben in verschiedenen Formaten auch Dativ-Kunden da, was für uns natürlich auch nochmal eine Zielgruppe ist, wo es schon spannend ist, dass sie da auch einen Blick drauf werfen, was ein elementarer Lerninhalt auch für die Zielgruppe der Führungskräfte sind. Wir hatten irgendwie das höhere Management, die nochmal ihre Anforderungen adressieren konnten. Das heißt, wir hatten irgendwie von verschiedenen Zielrichtungen immer wieder Feedback-Schleifen auf den Prototypen, den wir da erarbeitet haben. Und das finde ich ein total schönes Beispiel, wie wir die Lernformate mit eher individueller Ebene, also den Fokus darauf, weiterentwickeln können, indem wir eben die Formate nutzen, die wir haben. Und das fand ich persönlich total gewinnbringend. Wir haben da jetzt einen guten Prototypen, mit dem wir im Herbst starten können. Auch da sind Selbstlernen oder LernOS Mini-Circle sozusagen mit integriert zu verschiedenen Themen. Die Führungskräfte haben die Möglichkeit, individuell Schwerpunkte zu setzen auf die Themen, die sie gerade brauchen. Das heißt, es ist nicht mehr ein One-Size-Fits-All, sondern ich kann eben den Fokus darauf setzen, was ich vielleicht brauche und wo in welchem Kontext ich auch unterwegs bin. Das ist ja auch nicht für alle gleich. Auch wir haben unterschiedliche Führungsrollen und so weiter. Und es ist sowohl online als auch in Präsenz
möglich, was einfach zur jetzigen Zeit natürlich die Grundvoraussetzung ist. Plus wesentlicher Mehrwert, gerade durch die Entwicklung des Formats in so einer offenen Runde, ist die Themenvielfalt. Also wir haben weiterhin diese allgemeinen, eher klassischen Leadership-Themen, die es auch weiterhin braucht. Aber wir haben Inhalte innerhalb der Lernreise für die Führungskräfte, die total DATEV-spezifisch sind. Also sowas wie die Kunden verstehen, IT-Management, Kennzahlen, DATEV, Geschäftsmodelle insgesamt und was heißt das Geschäftsmodell der Genossenschaft ganz konkret sozusagen für uns als Unternehmen. Und was ist eigentlich auch die Portfoliosteuerung der DATEV sozusagen und wie hängt das auch mit Kunde und so weiter zusammen? Das heißt, wir haben Inhalte entwickelt, die ganz konkret für den Kontext Führungskraft bei DATEV relevant sind. Und das hätten wir nicht so gut gekonnt, wenn wir das für uns gemacht hätten. Deswegen finde ich das eine ganz, ganz gute Verknüpfung. Und ein zweites Beispiel, jetzt stark auf Fokus individueller Lernebene, auf das ich gern eingehen wollte, ist direkt oben drüber, nämlich Quereinstieg in die Softwareentwicklung. Das hat Julia gestern auch mal kurz erzählt, zumindest kurz angeteasert. Schlagwort ist Becoming a Software Engineer. Und damit gehen wir tatsächlich sehr mutig auch neue Wege bei uns in Learning und in der DATEV. Dahinter verbirgt sich nämlich tatsächlich ein Reskilling-Programm. Das heißt, Menschen, die nicht in der Softwareentwicklung tätig sind, werden qualifiziert im Rahmen von einem Weiterentwicklungsprogramm von 18 Monaten mit 100% Lernzeit am Anfang. Das wird natürlich gegen Ende ein bisschen weniger und die Produktivzeit sozusagen wird höher. Aber wir investieren als DATEV wirklich viel, und das finde ich eine total schöne Message, in Skills, die schon relativ nah an technischen Themen sind, damit wir sie weiter qualifizieren können zu tatsächlich Junioren-Softwareentwicklern, weil das natürlich auch die Skillprofile sind, die wir als Unternehmen gerade brauchen. Und den Bedarf können wir allein durch Recruiting nicht decken. Ich glaube, die Herausforderungen haben ja auch ganz viele Unternehmen in genau der Branche. Und deshalb haben wir den Blick nach innen gerichtet. Wir haben da jetzt schon eine Pilotrunde durch und sind im Mai mit dem zweiten Durchlauf gestartet. 16 Lernende aus dem ganzen Bereich tatsächlich auch, also auch aus Unternehmensbereichen wie Außendienst oder Service. Menschen, die einfach schon eine gewisse Vorerfahrung haben, sei es von ihrer Ausbildung oder auch einfach von ihrem Freizeitinteresse, die gute Grundvoraussetzungen haben, eben als Softwareentwickler zu arbeiten. Und die werden jetzt umqualifiziert mit Lerncoaches, mit Lernbegleitung und in Lernteams, damit sie in 1,5 Jahren für uns als Softwareentwickler arbeiten können. Und ich glaube, das zeigt ganz gut so ein bisschen die Kombination aus dem, was wir gerade so gehört haben und aber auch welchen Stellenwert Lernen sowohl auf individueller Ebene als auch auf organisationaler Ebene bei uns hat. Ich glaube, nicht zuletzt auch durch die Möglichkeiten, die wir bei uns im Unternehmen einfach haben. Und das ist total besonders, deswegen können wir das alles machen und konnten da, glaube ich, schon ganz viele Erfahrungen sammeln. Genau, das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch einen Teil der Themen, die wir anhand von den 3 Co-Creation Camp Bildern gezeigt haben. Und da würde ich final noch mal kurz abgeben zu Christian. Genau, und jetzt haben wir euch 6 Perspektiven der Lernreise gegeben und sind neugierig, was das bei euch ausgelöst hat. Jetzt kommt der vorher verkürzt angekündigte Dialogteil. Und wir haben diese wunderbaren Bälle. Das heißt, wer jetzt was sagen will, kriegt ihn zugeworfen, wer was fragen will. Was haben wir bei euch ausgelöst? Und online vielleicht die Hand melden, ne? Dann können wir das genau. Die 6. Ja, René Füger. Ich bewundere seit einiger Zeit das, was ihr an Community Management bei der DATEV macht. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, wie schafft ihr es praktisch, diesen Schwung beizubehalten und sozusagen auch die Kommunikation mit dem Management voranzutreiben? Ja, weil es bedarf ja sozusagen der interessierten Menschen, die dahinter stehen und die ein Thema voranbringen wollen, als auch sozusagen das Management, das den Leuten die entsprechende Zeit und auch die Voraussetzungen bietet, solche Sachen überhaupt voranzubringen. Simone, ich starte mal und dann machst du weiter. Ihr habt gestern live zugehört und ich habe mir gestern gedacht, das ist eine andere Form von Arbeiten, wenn meine Chefin hier spricht und ich bin gespannt, was sie erzählt, weil ich nicht weiß, was sie erzählt. Also nicht, dass ich jetzt unvorbereitet bin, sondern dass es auch sein kann. Und Simone, dir ging es wohl ähnlich. Wenn sie dann auf die Frage beantwortet, das machen wir in den nächsten 2-4 Jahren, weiß ich, dass es maßgeblich ist, was sie jetzt sagt. Und dass es eine andere Form von Führung ist. Und ich glaube, dass die Energie über Sichtbarkeit etwas ist, was die ersten 20 Jahre bei uns nicht stattfand. Wir waren Fort Knox in jeglicher Sicht. Wir haben nicht nach außen gelassen. Wir waren sicher, safe und haben das unter uns gemacht.
Und der Weg, das nach außen zu tun, wirkt eben nicht nur außen, sondern auch innen. Und ich glaube, das ist ein Teil des für Aufrechterhalten einer Community und das, was gestern so anklang, dass nicht immer alle in den letzten 4 Jahren davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist. Und auch heute würdet ihr bei den 8.400 einige finden, die sagen, wir sollten lieber was arbeiten, wie ihr schlau quatschen. Das ist sicher auch ein Teil der Wirklichkeit. Und damit umzugehen und sich das nicht, dich damit die Energie nicht nehmen zu lassen, führt dazu, dass es nach ein paar Jahren so ausschaut, als ob es die Zeit gab, es ja eine Zeit der ohne DigiCamp. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, aber es gab eine Zeit und es gibt sicher auch welche, die das anzweifeln. Die Anne, haben wir online? Ich würde vielleicht noch kurz das von Christian ergänzen, weil ich glaube, dass gerade diese Reibung, die der Christian beschreibt, da eine immer wiederkehrende neue Dynamik entstehen lässt. Also es ist nicht ein Fluss, in dem wir uns befinden, sondern es sind so mehrere Flüsse, die immer mal wieder so überschwappend sind. Und da ist auch nicht schlimm, wenn mal Menschen sagen, Mensch, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust mehr auf Community-Arbeit, weil in der Zeit haben ganz viele andere Interesse daran gefunden und sich da auch selbst professionalisiert, sodass wir immer in einer guten Dynamik bleiben. Und sozusagen nach außen einen Schwung beibehalten, der aber nach innen viele Schwingungen hat. Dann haben wir die Anni online. Okay. Könnt ihr mich hören? Sehr gut. Okay. Also erstmal herzlichen Dank. Ich bewundere das total, was ihr in der Community-Arbeit da alles macht. Und es hat bei mir jetzt eine Menge Ideen inspiriert. Bei Siemens haben wir ja eine sehr große My Learning World. Wir machen momentan eine ganze Menge, dass Lernempfehlungen skillbezogen verfügbar sind. Die können sich Mitarbeiter selber zusammenstellen. Aber das, was ihr in den Community-Arbeiten macht, da finde ich, sind eine Menge Ideen, wo man sich vielleicht auch gut austauschen kann, wo man sich gegenseitig ergänzen kann. Also einfach Hut ab und Dankeschön für die Session. Hat mich total inspiriert heute. Vielen Dank. Danke dir. War das keine? Dann haben wir den Axel. Ah doch, ah, Entschuldigung. Ja, genau. Ach so. Im toten Winkel. Warte, ich muss einen Moment warten, gleich. Okay. Ja. Mich interessiert nochmal dieser Zeitraum, also in dem Open Space Agility Format. Ich finde, es ist ja ein tolles Format. Wie habt ihr das gestaltet? Also haben da sich dann Leute gemeldet, die an Entwicklerteams teilnehmen wollten und sich da was ausdenken? Gab es da Geld dafür? Gab es da Zeit dafür? So, ihr lacht. Also habt ihr bestimmt eine Antwort oder verschiedene? Ach, sorry. Alles gut. Es gab gar nichts dafür. Also wir haben mit Mühe und Not Menschen in unserem Unternehmen gefunden, die gesagt haben, ich definiere das übergreifende Dachproblem, mit dem wir alle Menschen im System zu dem Open Space da einladen. Und wir hatten durch unsere Communities ein Netzwerk an Menschen, wo wir wussten, die würden uns erstmal folgen, die würden das mal mit ausprobieren. Aber die mussten sich die Zeit, die Ressourcen, alles in ihrem Arbeitsalltag selbst organisieren sozusagen. Und das war schon am Anfang nicht so ganz einfach. Vor allem, als es dann in den Diskurs mit dem Management ging zur Frage, ja, okay, und wer hat mich denn gefragt und durch welche Gremien ist es durch, dass wir hier jetzt dieses Experiment machen? Und dafür waren wir dann aber da, dass wir dann in den Austausch und vor allem in den Diskurs gegangen sind und gesagt haben, lieber Topmanager, liebe Topmanagerin XY, du kannst dich gerne einbringen. Es ist dein Job, dich einzubringen in strategisch wichtigen Themen. Aber bitte komm in den Open Space und sag deine Meinung da und sag nicht hinterher, ich hätte was ganz anderes priorisiert. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber das ist so der Weg, den wir damit gehen. Weil ich glaube, mit Budgets würde es uns auch nicht weiterhelfen. Dann kommen wir jetzt in Axel. Axel. Ja, ich hoffe es nicht. Ich sitze hier draußen vor der Tür. Dann hoffe ich, ihr könnt mich hören. Kurze Frage. Ich fand es spannend, was Christian sagte. Ihr wart ja mal als Dativ so Fort Knox und zwar in jeder Art. Also als, in der Außenwahrnehmung auch als Marke, sowohl nach drinnen auch. Und ich würde noch mal interessieren, weil das hörte sich für mich so an, als ob das, Entschuldigung, der springende Punkt eigentlich war auch für diese innere Veränderung. Also wie habt ihr den Schritt hinbekommen? Das finde ich super spannend.
Also diesen Schritt vorweg, erstmal überhaupt, dass diese Bereitschaft vom Top-Management zu sagen, an den Markenkern von DATEV ja ranzugehen, zu sagen, also wir öffnen uns auch nach außen und wir sind eben nicht so diese geschlossene Festung, die wir so sonst dargestellt haben. Ist das einfach passiert oder? Ich würde zwar nicht als abgeschlossen bezeichnen, sondern es ist im Fluss. Ich glaube, was passiert ist, und das seht ihr ja auch in der Situation unseres Angebots, dass wir viel mehr Angebot mit Partnern zusammen machen, also in einem offenen Ökosystem arbeiten, dass unser Portfolio nicht nur aus unseren eigenen Produkten steht, sondern mit Partnern und das auch nahelegt, dass wir damit unser Business ein Stück weit verändern. Und wenn ihr das Botschafterprogramm seht, ist es der Versuch, auch das Kommunikativ ein Stück weit zu machen. Aber erstes DigiCamp im Sommer, neben mir saß der Markenvorstand, der mir eine Minute vor auf die Bühne gehen, sagen, es sei keine gute Idee, dass hier Externe sind. Es wäre besser, wir hätten nur ein geschlossenes Format ohne Gäste. Insofern ist die Frage, ob wir da auf einer Reise sind und ob das alle immer gleich sehen. Wir lernen das, so würde ich das beschreiben. Und in manchen Ecken sind wir da schon weiter. Und für andere Kollegen ist es immer noch unvorstellbar, unabgestimmt irgendwas in eine Community zu schreiben. Und das ist für unsere Community-Akteure, das sind 30.000, die mit uns reden wollen und die nicht verstehen, warum die 8.300, die mit ihnen reden. Und ich kenne ganz viele gute Gründe, warum viele Kollegen da nicht schreiben, was sie zu schreiben hätten, weil sie mit den damit verbundenen Nebenwirkungen sich noch schwer tun. Insofern glaube ich, dass es eine Überlebensstrategie ist für uns als Organisation, dass wir uns öffnen. Ihr werdet sehen, ob es uns gelingt im Sinne der Zukunftsentwicklung. So würde ich das beschreiben. Danke. Aber ich wäre vorsichtiger zu sagen, es ist schon so. Okay, vielen lieben Dank. Ja, hinten, genau. Ich werfe nach hinten. Ich weiß nicht, ob ich so einfach gehen kann, aber ich schaue ja. Genau. Ich bin die Sigrid Biedermann. Ich finde es spannend, dass ihr Woll fürs Onboarding nehmt. Ich kann mir es jetzt nicht ganz so vorstellen, wie ihr das genau macht, weil ich Woll eben vom Standard her kenne und mich dann wundere, wie da so eine Gruppe, so ein Leitfaden durchgeht, wie es dann eben aussehen kann. Weil Onboarding hat ja Ziel, von der Firma zu lernen. Ja, also da war ich vielleicht vorhin ein bisschen kurz, weil es ist nicht Woll, es ist ein selbstgeschriebener Guide sozusagen. Und wir dachten aber damals, wir machen Woll und dann gab es ja diese, ich sag mal, Lizenzierungsdiffusion und haben uns dann zu was anderem entschieden und das ist auch extrem gut. Jetzt bin ich aber dem Benedikt ins Wort gefallen, weil der kann es wahrscheinlich viel besser erklären. Und ich glaube aber, das Geheimnis an diesen Circles, die wir machen, das ist, dass die von Guides begleitet werden. Also es ist nicht freifliegend, sondern es ist mit einem Guiding. Und das erlebe ich immer wieder, wenn andere fragen, wie kann das gehen, neue Mitarbeiter, die sich da selbstgesteuert durch irgendwas durcharbeiten. So mit diesen Guides vielleicht. Jetzt bin ich still, Benedikt, sorry. Und du hast ja alles schon wunderbar erklärt. Es gibt Onboarding-Guides, die das begleiten. Und es sind Teile von Woll einfach drin, also vom Grundsatz her, dass man sagt, was sind denn Dinge über dich, die du teilst? Es geht ja darum, für neue Mitarbeiter überhaupt mal zu schauen, wo kann ich denn andocken? Wer hat vielleicht gleiche Themen? Und was man auch teilt, wo finde ich denn Informationen? Also wo gibt es Communities innerhalb der DATEV, die mir wieder helfen für meine Zielstellung jetzt im Rahmen von Onboarding? Also man definiert auch ein Ziel, zu sagen, was nehme ich mir denn so für die ersten Tage jetzt vor? Und das ist so, ich meine, das ist ja der Grundsatz schon auch, der im Woll verankert ist. Und von dem her, wir haben aber einen eigenen Leitfaden geschrieben, wie gesagt, auf Grundlage von Lernus. Ah, okay, danke. Ja. Mit Guide und Hilfe kann ich es mir verstehen. Ich habe also gedacht, wenn lauter neue losrennen, wird schwierig. Ja. Zwei Minuten danke. Noch zwei Fragen. Entweder eine Wer mag den Würfel? Zwei Minuten eine Frage. Die Sabrina, online. Okay. Sabrina, wir hören dich zumindest noch nicht, obwohl du deine Lippen bewegst. Vielleicht musst du wieder das andere Mikro reinholen. Wir hatten in der Mittagspause nämlich das Mikro gewechselt. Okay, dann hören wir vielleicht erst den Andreas Hemberger. Ja, hallo, danke für euren Beitrag. Ihr seid ja jetzt schon einige Jahre unterwegs, könnt, glaube ich, auch ziemlich stolz drauf sein, was ihr erreicht habt. Und jetzt wäre meine Frage,
wenn man sich auch gerade auf dem Weg befindet, also das tun wir in meinem Unternehmen, den ihr auch gegangen seid. Was sind da eure Hauptempfehlungen oder Tipps oder Learnings? Vielleicht 1, 2, 3 Inputs vielleicht an der Stelle. Das würde mich mal sehr interessieren. Die Kürze der Zeit führt mich zu den 3 Zauberbegriffen von Daniel Messiek. Wer letztes Jahr hier war, hat ihn schon gehört. Ansonsten empfehle ich das zum Nachschauen. Invite, einladen, decide, lass die Leute selber entscheiden und dann wird Engagement für alles möglich kommen, auch für Lernen. Und seitdem ich nur noch mit Freiwilligen arbeite, ist mein Leben völlig verändert. Von daher empfehle ich euch, sucht euch Freiwillige, die das, was sie machen, gerne machen, freiwillig machen. Und wenn sie es noch nicht können, werden sie schnell besser werden. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für alle. Hört auf, Personal zu entwickeln, lasst sie sich selber entwickeln. Wollen wir Sabrina noch verstehen, obwohl schon 45 ist? Sabrina, geht's? Könnt ihr mich denn jetzt verstehen? Ja. Oh, sorry. Ich wollte nur wissen, diese Corporate Learning Coaches klingt spannend. Waren das auch, also sind das Fachmenschen aus den Abteilungen oder habt ihr Coaches eingestellt? Jürgen Latteier, der erste Corporate Learning Coach, hat bei uns DV-Kaufmann gelernt, hat dann Host, Rechenzentrum, Personalsoftware, Wirtschaftssoftware entwickelt und hat dann Barcamps kennengelernt und hat mir beim ersten Barcamp am Abend bei der Generalprobe, als ich so eine Angst hatte, dass ich alles falsch mache und morgen das Büro gesagt, Christian, ganz ruhig, ich habe schon 17 Barcamps gemacht, es läuft, du musst einfach das so machen, wie das alle machen. Und jetzt kann er das hauptberuflich machen und das ist großartig. Ich kann ihn nur empfehlen. Danke. Und er kann wahrscheinlich auch eine Software entwickeln, aber die Host-Software-Entwicklung Bedeutung wird vermutlich verlieren auf seiner Zeit. Wenn ihr zu Lernhorst mehr wissen wollt, kommt zu Boris und mir. Wir haben ein bisschen ein Problem, dass wir eingeladen haben zu einem Learning Circle Experience und wir nicht wissen, warum die Leute nicht kommen. Vielleicht könnt ihr uns da noch helfen, doch Begeisterung zu wecken. Wir haben Postkarten zum Mitnehmen und wir haben auf dem Concept-Board noch jede Menge Links und Material. Hintergrundartikel, wir erzählen das ja häufiger laut, von daher schaut, wenn noch mehr Interesse ist, nehmt Kontakt. Und unter dativ.de/stickycamp sind die Postkarten auch für alle virtuellen Teilnehmenden zum Download. Und im Channel. That's it.